Körper hinter die Hände. Dabei startet hier unser Programmpunkt während des Programms nach Ingolf Jamm in der Fortsetzung, nämlich die Frau Jenny. Ingolf dabei mit einem Männchen, eine Hutfigur, bei der im senkrechten Steigflug die Geschwindigkeit bis auf eine Drehung um die Querachse wieder die Nase in Flugrichtung zeigen lässt. Jetzt ist der Ingolf in Rückenlage. Hat er 270 Grad dieser Rückenflugvollkurve absolviert und erhöht die Schräglage ein bisschen, weil ihn der Wind ansonsten zu stark in Richtung der Zuschauer drückt. Jetzt etwa 45 Grad Schräglage und jetzt leitet er aus über der Landebahn und hat immer noch Rückenfluglage. Steigt jetzt im Rückenflug, drückt das Flugzeug über die Nase nach oben in einen Steigwinkel von 75 Grad und jetzt ändert er das Lastvielfache von negativ auf positiv durch Ziehen am Steuerknüppel und schließt einen Abschwung heran. Geschwindigkeit jetzt etwa 240 km/h war sie, dort ganz oben war sie dann bis 120. Jetzt noch einmal ein Männchen, rückwärts fällt er vom Himmel, klappt dann um die Querachse sein Bug des Flugzeuges wieder in Flugrichtung und fängt hier erneut aus dem Sturzflug an. Dieses Manöver Männchen war übrigens bei Strahlflugzeugen bis zum Erscheinen der MiG-29 ein sehr gefährliches Manöver und wurde eigentlich nie durchgeführt, weil bei einem Männchen mit einem Strahlflugzeug normalerweise das Triebwerk ausgeht. Die Triebwerke müssen ja vorne Luft ansaugen. Und wenn die Geschwindigkeit des Flugzeuges nahe Null ist, reicht die Luft, die vorne durch das Eingangsteil angesaugt werden kann, oftmals nicht aus, das Triebwerk ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Es geht aus. Die MiG-21 hat deshalb zum Beispiel für den Start neben dem Lufteinlaufring vorn seitlich des Rumpfes noch zwei zusätzliche Startklappen, die beim Start, bevor das Flugzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, durch den Unterdruck im Ansaugkanal geöffnet werden, sodass dort zusätzliche Luft einströmen kann.
Garage zur Abfertigung. Die beiden Passagiere für den nächsten Rundflug mit der Antwerp 2 für 15 geplante Startzeit, Tobias Schrau und Nancy Karas aus Reinsdorf bei Wittenberg. Bitte zur Abfertigung. Von Bilga und zwei Botschiane. Botschian ist sehr polnisch und heißt Storch. Diese beiden Störche sind Glasfaser-Plastik-Flugzeuge, die ersten Schulflugzeuge in dieser Bauweise, die zum Einsatz kamen. Und sie werden geschleppt von ebenfalls einem polnischen Flugzeug, von einer DZL 104. Über ein Zickler von 260 PS Stammleistung, ein 19-Liter-Sternmotor. Kleine weiß-blaue Flugzeug mit dem T-Leitwerk. Die nächste Maschine, die startet, ist eine 2-Motor-Flugzeug aus Flugzeug und eine Reisegeschwindigkeit um die 160 Knoten. Damit kann man schon ein bisschen durch die Gegend düsen. Nach der Piper, der nächste Start zum Rundflug durch eine Cessna 172. Und diese weißen Verkleidungen an jetzt nicht einziehbaren Fahrwerkes im Fluge vermindern. Das schaffen sie auch, bringen ungefähr 5 Knoten. Geschwindigkeitszuwachs bei gleicher Triebwerksleistung gegenüber einem Flugzeug ohne Schub. Aber sie bringen auch etwas mehr Aufwand, wenn ich dann nämlich mal einwechseln muss. Aus Wilga und den beiden Botschianen kommt jetzt auf uns zugeflogen. Wir können deutlich die beiden Seile sehen, mit denen die Segler am Flugzeug befestigt sind. Übrigens, der Schlepppilot kann sich von seinen beiden geschleppten Flugzeugen trennen, als auch jedes geschleppte Flugzeug einzeln kann sich vom Schleppflugzeug trennen. Die Schleppmaschine kam übrigens auch aus einem Reinsdorf zu uns, aber nicht das Reinsdorf aus Wittenberg, wo Nancy und Tobias her sind, sondern Bilga stationiert ist. Ist der Segler, der Motor, der Kunstflugsegler, der Swift versteckt. Auf dem rechten Sitz sitzt der Pilot von dem Kunstflugsegler, den wir jetzt mal aus der Nähe betrachten können, der Dirk Lohmann. Und ich glaube, da wir ihn jetzt mal sehen, hat er sich auch mal einen Beifall verdient, denn er muss sich jetzt mit diesem Flugzeug wieder auf den Heimweg machen. Start der nächsten Katana. Und das müsste wieder die Katana mit dem stärkeren Triebwerkserben lüften. Sie haben nämlich in den Tragflächen Klappen, die sie nach oben und unten verfügen, nur sehr, sehr wenige Flugzeuge aus der Kategorie Segelflugzeug. Und damit sie nicht mit der Meterweite bei Windstille, wie sollen sie da zur Landung anfliegen? Wenn sie 100 Meter hoch sind, brauchen sie noch 2,5 Kilometer zum Aufsetzen. Überlegen sich mal, wie hinterlistreich sein Flugzeug sein müsste. Deswegen verfügen sie über diese Bremsklappen, um einen steileren Anflug machen zu können, ohne dass sie dabei an Geschwindigkeit aufholen. Ja, und die Geräusche hier hinter mir deuten darauf hin, dass die Yacht 18A wieder einsatzbereit ist und gemeinsam mit der Yacht 52 jetzt zum nächsten Programmpunkt nach den beiden Bilgas zum Einsatz kommt. Die Yacht 18A mit demselben Triebwerk wie die Bilga, nämlich dem AI-14R,
Thank you.
gemacht, wobei dieses Flugzeug das auch so hergibt. Die Maschine hat einen extrem Erfolg, und das Flugzeug in der Schleifschwebe vor allem in der Höhe. Winkelverweise kann man natürlich nicht. Man kommt im Motor sehr schnell und die notwendige Spur alle Leistungsstufen heranbringen. Aber wenn er das nächste Mal noch einen Liter Kraftstoff weniger mitnimmt, dann kann er damit sogar steigen anstatt. Die Maschine ist gebaut aus Stahl, Titan, durch Kohlenstoff, Kunststoff. Sie ist sehr leicht. Sie hat ein symmetrisches Bahnflächenprofil, das es ermöglicht, dass er sowohl positive als auch negative Lastvielfache in gleicher Höhe, nämlich bis zum zehnfachen der Beschleunigung, schaffen kann. Das Triebwerk hat eine solche Versorgung mit Kraftstoff und Schwerstoff, dass es in jeder Lage sicher arbeitet und überträgt diese Leistung über ein Vierblattverstellpropeller an die umgebende Luft. Er kann auch stromwendig um alle Achsen drehen. Da kriegt er jetzt also hier für uns einen Rollenvollkreis links. Mit Linksrollen gariert und zwar in den Amphibien. Man denkt, der hat ein Loch im Flugzeug, weil man da durchgucken kann. Dieses Loch gibt es, aber es ist Plexiglas verkleidet und dient dem Zweck, dass er auch in Normalfluglage sehen kann, ob er sich innerhalb der sogenannten Kunstflugbox befindet. Das ist ein Raum in Form eines Loches mit 1 Kilometer Handlänge, der in 300 Meter Höhe beginnt. Und in diesem Würfel muss der Kunstflugbeinwettbewerb durchgeführt werden. Boden auf der Erdoberfläche, die einzige Möglichkeit, entsprechende Markierung angebracht. Und die muss man sehen und möglichst auch sehen, ohne dass man sein Flugzeug auf den Rücken legt. Bei Fremdwerf-Kunstflug tatsächlich auch im Kabinenboden Fenster. Abfahrt mit negativen Lastfingerung. Das war jetzt etwa minus 6G, würde ich sagen. Und dann geht es mit positiven Lastfingerung mal wieder nach oben. Nun versucht er wahrscheinlich wieder, sich an die Luftschraube zu hängen. Nein, er leitet dort oben aus, im Messerflug, in den Sturzflug wieder. Anderthalb Rollen. Und es geht weiter. Die Maschine darf mit einer Geschwindigkeit von 380 Grad pro Sekunde oben die Lenkachse gedreht werden. Schaut mal, jetzt fliegt er in Richtung der Tragflächenachse, der Querst, und dann das Spülprogramm einschalten. So ungefähr bewegt sich dann der Hamster wie er bei diesem Flugflug. Fragen Sie aber Ihren Hamster vorher. Ja, wie fliege ich diese Figur, haben wir ihn gefragt. Er sagte, es ist nicht allein aerodynamisch zu erklären, dort muss man mithilfe des Seitenruders den Kachse drehen. Dass das Triebwerk ausgeleitet. Und jetzt zieht er die Maschine unten um die Ecke und das so auch mit ungefähr 10G. Zwei Schnellen in den Turm. Und da geht es wieder nach oben. 750 Kilo. Und der Klaus, der ist ungefähr genauso groß und schwer wie ich. Da wissen Sie, wie der da in den Sitz gepresst wird. Aber die positiven Lastfingerungen sind das eine, viel schlimmer sind die negativen, wenn man nämlich aus dem Sitz in die Gurte in Richtung des Kabinendaches gepresst wird. Und da kann ich nur sagen, das können Sie nicht sehen. Wenn Sie sehen, wie der Klaus sich in der Kabine anschnallt und gegen die negativen Lastfingerungen schützt, dann wissen Sie, was auf dieser wirkt. Der liegt nämlich unter die Gurte, die er über die Oberschenkel legt und über die Schultern. Besonders bei den Oberschenkeln legt er da runter. Oftmals eine Decke. Wir machen wissen die Piloten, was sie da machen müssen. Sie müssen die Beinmuskeln anspannen, den Bauchmuskel anspannen und können so verhindern, dass das Blut nach unten absackt. Was mache ich aber, wenn das Blut mit so einer Kraft in den Kopf gepresst wird, bei negativen Lastfingerungen? Da hilft dann nur Training, Training, Training und ständig so viel wie hier wieder mit negativen Lastfingerungen. Das müsste das gewesen sein. Aus dem Sturz nur abgefahren und dann gleich wieder weitergeholt. Eine Fassrolle. Und ein ausgedehnter
nach oben. Besser Flug. Und wird das jetzt ein Männchen? Wollen wir mal schauen. Nein, ein Turn. Ganz schön, der Winter oben hat schon zugenommen. Von Westen nähert sich ja schon wieder das nächste, nicht so schöne Wetter. Schaut so leicht und schnell gebaut. Er guckt jetzt über den Kopf nach hinten und dreht sein Flugzeug jetzt dort oben in ein Flachtrudeln. Ja, Flachtrudeln. Ausleiten, Sturzflug. Und jetzt nimmt der Mars. Bitte die Köpfe einziehen. Nochmal drei Herztropfen. Es erfolgt der nächste Anflug. Genau, er hängt sich im Rückenflug über die Jugend oder überholt sie im Rückenflug. Schauen Sie sich das an. Kommt jetzt im gestreckten Ju im Rückenflug über den Platz. Aber er kommt noch nicht zur Landung, überfliegt den Platz nochmal im Rückenflug. Ganz schön wild. Und wenn man hinter einem ASO landet und es ist Windstücke, dann kann man mit so einem kleinen Flugzeug ganz schön. Oder geht es jetzt noch in Richtung Piste? Ja, doch, ich glaube, jetzt macht einen ganz vorsichtigen. Ja, ganz vorsichtig, ja. Noch eine Rolle kurz vor aufsetzen. Dann ein kalifornischer Riesenslip. Und jetzt hat er die Lage eingenommen, mit der er sich das doch auf die Bahn setzen kann. Und dann können die anderen wieder in die Bahn. Ja. So, liebe Gäste, die U52 der Stiftung Deutsches Museum.